Und Simex, sie schläft mit mir, meine neue Chaya aus Spanien. Scheiße. Scheiße, 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 Chat. Ich weiß wirklich nicht, Mann. Ich weiß es wirklich nicht. Ey, Simex hat eine neue Freundin, eine neue Chaya aus Spanien, Digga. Ich bin mal gespannt. Wir schauen erstmal in die Kommentare. 800 Dislikes. Okay, alles beim Alten. Wir schauen rein. Let's go. Leute, was geht zum zweiten Daily Vlog aus Barcelona? Warum bist du so laut, Bro? Ja, Ellie ist nicht da. Ich habe hier eine neue Chaya am Start. Komm. Digga, what the fuck? Hat er sich beim Fremdgehen gefilmt oder was? Komm mal schnell hoch. Ich zeige euch meine neue Chaya. Komm mal her jetzt. Sei nicht so schüchtern. Ey, Digga. Also hat er jetzt mit seinem. Also hat er jetzt quasi mit seinem Hund. Also hat er jetzt seinen Hund. Dann hat er seinen. Oder was hat er? Also er hat seinen Hund quasi. My wee wee. Das ist kein irreführender Titel. Wenn er wirklich mit seinem Hund gefickt hat, ist es ja keine Lüge. Digga, das hätte man sich anders überlegen sollen. Auf jeden Fall ist Ellie schon draußen. Ich habe ein bisschen länger geschlafen und Taro hat sich zu mir gesellt. Wir haben gerade ungefähr 12 Uhr. Imagine, es wäre kein Clickbait, hätte wirklich sein Hund geballert. Normalerweise ist mein Schlafrhythmus perfekt und ich bin immer schon um 8 oder 9 in der Früh wach. Aber gestern war ein bisschen längerer Tag. Das hindert mich aber nicht daran, meinen Morgensport zu machen, auch wenn es jetzt fast schon Mittag ist, beziehungsweise Mittag ist. Und ich muss mir auch gleich mein Frühstück holen und dann nehme ich euch gleich mit. Und dann gehe ich auch noch mit dem Wewi hier draußen. Wewi, was geht? Sag hi. Da ist jemand müde. Wee wee. So, und könntet ihr bitte ein Abo und ein Like da lassen? Dankeschön. Ich bin jetzt es ist mal wieder ein wilder Vlog, Leute. Es wird auf jeden Fall mal wieder interessant. Ungefähr 4 Kilometer gelaufen bis zum Strand. Mhm. Und stellt. Ja, man sieht ihn ja hier. Hier ist ja der Strand. Hier vorne ist ja der Sand. Und hier sind ja. Also, hier ist ja. Das ist ja ein Strand hier. Das ist kein Hafen, sondern das ist ein Strand. Stellt euch mal vor, ihr habt einfach so ein Boot, wo ihr drin übernachten könnt und einfach so aufs Meer rausfahren könnt oder im besten Fall so eine Yacht dort hinten. Aber ich sag euch ehrlich, ich hätte viel lieber ein Boot, mit dem ich aufs Meer rausfahren kann oder einfach auf dem Meer ein paar Tage verbringen kann, als so ein Lambo oder so. Mir wird so ein normales Auto komplett reichen. Imagine, Alter, imagine, Z-Max holt sich jetzt ein Boot, Digga. Das wäre zu wild, wenn Z-Max einen Bootführerschein macht und dann so piratenmäßig im Mittelmeer überfällt. Mir eigentlich auch ein Auto zulegen. Nur hier in Barcelona sind die Straßen so kleine Gassen und es gibt so viele kleine Ecken, da lohnt es sich viel mehr, einen Roller zu holen. Deswegen hat sich das Thema erledigt und deswegen gebe ich wahrscheinlich eher Geld für ein Boot aus. Ja, ich werde jetzt weiter joggen. Es ist irgendwie gar nicht mehr weird, sich selber zu filmen und dabei zu reden. Ich hoffe, der Wind stört nicht allzu sehr. Ich mache jetzt so einen 30-sekündigen Intervalllauf ganz nach hinten. Das ist ungefähr so ein halber Kilometer und dann zeige ich euch... 30 Sekunden für 500 Meter. Das heißt, er braucht für 100 Meter 6 Sekunden und Usain Bolt hat 100 Meter in 8 Sekunden gelaufen. Das heißt, Z-Max ist der schnellste Typ der Welt und hat damit tatsächlich einen Weltrekord gelaufen. Plus einen 500 Meter Sprint in 30 Sekunden durchzuhalten, das ist schon extrem wild. Das ist schon echt krass. Also Z-Max ist nicht nur jetzt demnächst Pirat auf dem Mittelmeer, sondern tatsächlich läuft er auch hier einfach mal einen Intervall von 500 Metern in 30 Sekunden. Schneller als Usain Bolt die 100 Meter schaffen würde. Das ist krass. Den Ausblick von da, weil da chill ich öfters, wenn ich laufen bin und mache eine kurze Verschnaufspause. Okay, ich bin jetzt angekommen. Hier am Meer ist es so krank windig. Aber ich zeige euch mal den kleinen View. Also erstmal, hier geht es ein bisschen nach unten. Das ist wunderschön da wirklich. Der Strand ist echt entspannt, Alter. Die Steine sind ein bisschen groß, um sich draufzulegen, oder Bro? Da unten ist auch voll das geile Graffiti. Da hinten kann man noch weiter, aber es ist halt nicht erlaubt. Hier unten sind auch noch voll viele Steine. Hier kann man halt voll geil chillen, wenn man sich hier so draufsetzt und einfach entspannt und aufs Meer guckt.
Es gibt nichts Schöneres. Vor allem, wenn du halt deine Ruhe hast und wirklich über alles nachdenken kannst. Er rennt einfach 60 km/h schnell. Und einfach deine Seele baumeln lassen kannst. Aber ja, ich habe jetzt noch 6 Kilometer knapp vor mir, die ich zurückjoggen muss. Aber und ich werde auf jeden Fall noch draußen was essen gehen in ein veganes Restaurant. So mache ich mich jetzt auf dem Weg so langsam zurück und muss jetzt erstmal ein paar Kilometer da nach hinten bzw. Richtung mir nach Hause fahren. Und dann sehen wir uns gleich beim Restaurant oder wenn ich ein paar Zwischensequenzen mache. Bitte eine Bewertung von 1 bis 10, wie geil diese Palmenoptik ist, in die Kommentare. Okay. Ich fand, die Palme war eine solide 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich jetzt nicht so gekickt. Sorante vegan. Ich bin jetzt hier beim Veggie-Restaurant meines Vertrauens. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen geholt. Dann chill ich mich an den Platz, wo die immer skateboarden. Das wird richtig nice. Wie ist der eigentlich gefahren? Hat der ein Fahrrad geklaut oder so einen E-Scooter genommen? Und ich zeige euch gleich, was ich geholt habe. Also bestes veganes bzw. vegetarisches Restaurant, in dem ich je war. Also falls ihr mal in Spanien seid, kommt hierher. Also bis jetzt, abgesehen vom Titel und dessen geschuldet, dass er gelogen hat, dass er der schnellste Mensch der Welt ist, bis dato in Ordnung. Digga, hier ist es richtig wild. Leute, gebt euch mal, wie wild das hier ist. Erstmal mein Essen. Hier. Oh, das sieht aber actually nice aus. Ich glaube, das ist actually nice E-Scooter, ja. Mit Karotten, dann Kiwi, Orange, Mango-Juice und Tomaten, Rote. Bro, ich habe wirklich nicht verstanden, was du da zu essen hast, weil die Skateboarder einfach zu laut sind. Der Sound absolut beschissen ist, aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Hier skaten die alle. Das ist so ein geiler Platz. Dort hinten spielen auch ein paar Fußball. Okay, ich bin jetzt fast am Plaza Catalunya. Ich werde, glaube ich, mit der Metro, also U-Bahn, nach Hause fahren, weil ich bin jetzt schon 10 Kilometer innerhalb von 1,5 Stunden gelaufen und mehr. 10 Kilometer in 1,5 Stunden. Ja, okay, das ist schon actually wirklich gar nicht, also... Das ist schon machbar, das ist jetzt nicht so krass, oder? Ich habe ehrlich keine Lust, jetzt nochmal 3 Kilometer nach Hause. Gar kein Bock, Mann. Es kommt halt nicht hin, wenn er 500 Meter in 30 Sekunden läuft, ne? Schau mal. Es triggert mich unnormal, dass jetzt alle wieder haten. Was ist denn los mit euch? Ich hate nicht, Digga, ich hate nicht. Ich schaue mir das Video hier ganz wertungsfrei an, hänge mich nur ein bisschen, sie schläft mit mir, mit meiner neuen Chai aus Spanien, an dem Clickbait hier ein bisschen aus, ne? So sportlich, ich nehme die normalen Treppen, aber ich zeige euch jetzt mal, wie der sportliche Boss, Alter. Einfach mal hingefallen. Ich hoffe, man hat es auf der Cam gesehen. Fast gestorben, Alter. Das ist peinlich, wenn ich aufnehme. Denkt mal nicht für Selbstgespräche. Auf jeden Fall nehme ich euch mit zu der U-Bahn, das ist mit der höchste Überschätzung, die ich je. Ich kann wirklich echt schwer was erkennen. Gesehen hat, schwöre, die denken alle, ich bin irgendwie geistig und für Selbstgespräche. Okay, hier erstmal ein Ticket von 340 ziehen. Zack. Komm. Sedef. Sedef. Wird da eigentlich, also in Barcelona, no joke chat, wird da katalonisch gesprochen oder ganz normales Spanisch? Also ich war schon mal in Barcelona, ich glaube, da haben wir ein normales Spanisch gesprochen. Aber ist auch katalonisch da ein Ding, dass das da wirklich gesprochen wird? Katalanisch heißt es, katalanisch, nicht katalonisch. What the fuck, Katalan, genau, ja, katalanisch. Beides, ne? Katalan ist ja quasi wie so eine Art Akzent, ein Dialekt, ne? Vom Spanischen. Katalonisch, way to think. Ich hab mein Ticket. Man kann auch Trick 17 machen, einfach reingehen. Wenn er reingeht, dann könnte ich das Ticket aufheben. Aber da arbeiten welche und manchmal wird man drin kontrolliert. Deswegen, das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Trick 17, das ist einfach Betrug. Das ist kein Trick, das ist straight up Betrug. Wenn wir treu, zack, dann kommst du wieder durch. So dürf. Dann ich muss älter. Ah, man spricht Barcelonisch, Digga. Drei Richtung, nicht so eine Universität da. Sondern hier Trintianova. Ah, und was geil ist, was ich euch noch zeigen wollte. Dort unten gibt es einfach Dunkin' Donuts. Das ist so wild. Er hat sich aber gut eingelebt. Frage, freuen Sie sich auf Revis Reaction? Revis Reaction. Digga, weiß ich jetzt nicht, Bro, weiß ich jetzt wirklich nicht, Alter, warum ziehst du mich denn da jetzt mit rein? Er macht Reaction, okay, egal.
Ja, ach oh, nee, Alter, nee, Chat, nee, 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 Simex. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Revi, den Dreh, und an alle anderen YouTuber, die auf meine Videos reagieren. Und ja, hier ist die U-Bahn-Station. Nee. Oh, ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß, also, ihr seid so ein bisschen. Zieh doch einfach die Maske, Digga, einfach richtig an. Oder zieh doch einfach die Maske an, Bro. Ich. Oh, es ist schon. Danke für den Push, Digga. Ja. Normalerweise gibt es da so einen richtig fetten Durchgang noch, aber da muss ich jetzt nicht durch, den zeige ich euch irgendwann. Leute belästigen Z-Max. Mann, das. Leute, jetzt zeige ich euch, wie Taro reagiert, wenn ich nach Hause komme. Er steht safe schon vor der Tür. Ja, da ist er ja. Ja, da ist er ja, der Feind. Der Feind ist da, ja. Schaut mal, wie er sich freut. Ja, schön mache Wacki, ja. Boah, Kani dürfte da niemals wohnen. Der würde immer durch diese Dinger hier durch. Ich zeig meinen Finger da drauf. Der würde immer hier durch diese Dinger durchgehen. Ja, schön mache Wacki, ja. Er liebt es, wenn ich so hier hinten drauf hau. Sein Arsch. Er liebt es, wenn du seinen Arsch schlägst. Ja. Jeder Hund freut sich doch, wenn man nach Hause kommt, oder? Auf jeden Fall, Taro Baby ist müde. Du bist müde. Schau mal, wie müde er ist. So ein. Also, der Vlog hat jetzt ja nicht so viel Inhalt gehabt, abgesehen von, er ist laufen gegangen und hat behauptet, er wäre der schnellste Mensch der Welt. Natürlich hat er sich da einfach nur verquatscht, glaube ich mal. Ein bisschen Clickbait am Anfang und der wilden Behauptung, er hätte mit seinem Hund geschlafen. Und einem Gruß an mich, richtig? Mehr ist da jetzt noch nicht passiert, oder? Content-wise. Aber es ist ein Daily-Vlog. Es ist auch schwierig, bei einem Daily-Vlog immer wieder Content zu haben. Oui. Nee, bis dato ist es ein komplett normaler Vlog. Auf jeden Fall muss ich jetzt ein bisschen aufräumen, dass wir der Roomtour bzw. Haustour. Das wird endlich mal Zeit, Alter. Ich glaube, ja, ist nicht bis jetzt jeder Vlog so. Ja, der Razer, ja, Bro. Geh du erstmal die Kreditkarte von deiner Mom wiederholen, damit du dir hier aufmerksam. Näher kommen. Ich muss noch komplett hier unten ganz viel machen. Da muss ich im Büro sehr, sehr viel noch einrichten, auspacken, etc. Und halt noch im Schlafzimmer ein bisschen was machen. Zweite Etage, da ist Ellie so ihr Room, da muss sie das machen. Ja, ich lasse jetzt mal Taro weiterschlafen und fange an und dann sehen wir uns später, wenn Ellie wieder da ist. So, okay, Freunde, es ist jetzt schon etwas später. Check mal meinen Drip. Puma-Trainingsanzug, wieder die Gucci-kurze Hose hier. Der Drip, der Puma-Trainingsanzug, es ist der Drip. Ich liebe diese Hose einfach. Und Jordan 1er Bretz. Ich gehe mit Tado Wee-Wee spazieren. Wee-wee. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich bei Ellie bin. Okay, Leute, ich bin jetzt bei Ellie. Wo ist Ellie denn die ganze Zeit, wenn er die ganze Zeit alleine ist? Was macht die denn also den ganzen Tag? Ich hab. Ah, nee, nochmal voll cringe. Da kommen Leute. Der Gast kommt auf einmal 5 Leute. Was soll das? Nur weil ich eine Aufnahme machen will. Da, du bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Da sind andere Hunde. Hä? Aber dich versteht doch keiner. Das spricht doch keiner deine Sprache da, oder? Show ihr Hunde. Ihr Hunde, ihr Hunde. Bitte nicht die Leute in der Stadt beleidigen, wo du wohnst. Ihr Hunde. Nicht beleidigen die Leute aus der Stadt. Du bist ja gerade erst dahin gezogen. Ihr Hunde. N nicht die Leute beleidigen. Ihr Hunde. Hä? Auf jeden Fall. Ich versteh's nicht, Digga. Ich versteh's nicht einfach. Sind Taro und ich jetzt bei Ellie Hä? und sie Was macht sie ist den denn? ganzen Tag mit mir nicht gewesen, weil es einen bestimmten Grund gibt und Dann sag doch den Grund, Bro!
Diesen Grund werde ich euch jetzt gleich verraten, nachdem ich bei ihr geklingelt habe. Das sehen Sie gleich nach der Werbung. Hä? Digga, hat... Hello. Conseil de Bari Canbarro. Conseil de Bari... Konsulat? Oh mein Gott. Oh. War sie Friseur? Ich hab dich voll vermisst. Alter, wie fresh sehen diese Haare aus. Ich sterbe. Oh mein Gott. Leute, das ist einfach besser als ihre blonden Haare. Ich sag euch, wie es ist. Das sieht so cool aus. Warte, ich mach die Tür zu. Da laufen wir als Leute rum. Auf jeden Fall der Grund. Achso, sie war den ganzen Tag bei Friseur, okay. Und wieso Ellie quasi ausgezogen ist, beziehungsweise wieso... Ausgezogen? Die war nur einen Tag weg. Die ist ja nicht... gerade meine PS5 getreten. Sie ist ja nicht ausgezogen, sie war nur einen Tag weg, oder? Ach, sie war bei Germany's Next Topmodel. Umstyling hat sie gemacht. Ellie eine eigene Wohnung jetzt hat. Das ist absolut alles eure Schuld. Egal, das Real Talk Video wird auf jeden Fall die Tage online kommen. Hä, was? Nein, sie hat keine eigene... Hä? Ist die ausgezogen? Ist sie ausgezogen? Ist sie wirklich ausgezogen? Das ist unsere Schuld? Auf den Real Talk sind wir gespannt. Da rede ich ein bisschen Klartext zu unserer momentanen Situation, zu den Gerüchten. Die Tage ein genaues, beziehungsweise gar... Ja, aber sie sind ja offensichtlich noch zusammen, oder? Sie küssen sich ja die ganze Zeit. Die sind ja noch zusammen. Wie toll gemacht, Revi. Ich habe nichts gemacht. Ganzes Video darüber machen. Oder die brauchen Content. Kann auch sein. Wieso wir eine neue Wohnung holen mussten. Also wir haben das Haus davor auch noch. Aber ja, dann... Die ziehen jetzt nochmal um? Hä? Ich blick hier gar nicht mehr durch. Ich verstehe jetzt nichts mehr. Wegen dem Leak? Werdet ihr auf jeden Fall alles hören. Aber der hat ja schon wieder von außen gefilmt. Ich check hier gar nichts. Alles mitbekommen und ja, wir sind ausgewandert. Aber ja, wartet einfach auf den Daily Vlog morgen. Und ja, Ellie sagt auch noch was dazu auf ihrem Kanal. Deswegen abonniert jetzt neben meinem Kopf auch Ellies Kanal. Hier, jetzt, oder? Also hier neben deinem Kopf ist... Hier ist Ellies Kanal. Aber hier ist was anderes. Neben Simex Kopf ist tatsächlich eine... What the fuck, was macht sie denn da? Da ist eine Corona-Leugnerin, seht ihr das? Neben Simex Kopf ist eine Corona-Leugnerin. Mit einem blauen Bart. Okay. Das ist weird. Das ist sehr, sehr weird. Und lasst bei mir auch ein Abo da, lasst ein Like da und Icy sagt... Ciao, ciao. Ja, ein sehr, sehr, sehr verwirrender Vlog mal wieder. Fazit des Ganzen, Simex hat mit seinem Hund scheinbar geschlafen und ist der schnellste Mann der Welt. Das ist extrem stark, das ist geil, das freut uns natürlich. Grüße geht an der Stelle raus.